Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Ein Wunschpartner-Orakel oder eine Liebeslegung im Zeitraum von 19. März bis 25. März 2018. Es ist nicht nur die Legung, sondern ich habe auch die Pendel dabei und ich pendel die Karten aus. Das sind die Karten für die Damen. Und hier in dieser Seite sind die Karten für euren Partner oder Wunschpartner. Die Karte in die Mitte, was führt euch zusammen? Wie, wann, was ist zum Erwarten? Erstmal betrachten wir die Damen hier und jetzt. Welche Situation befindet ihr momentan? Und das zeigt diese Karte an. Momentan habt ihr das Gefühl, es hängt alles in Luft. Ihr verliert die feste Boden unter euren Füßen. Bei dieser Karte ist wichtig zum Erkennen, in andere Richtung zu schauen, die Blickwinkel ändern, etwas verändern, damit ihr das Gefühl bekommt, es fühlt sich alles sicher an, es fühlt sich alles stabil an. Jetzt schauen wir, welche Situation befindet sich momentan euren Partner oder Wunschpartner. Die Pendel zeigt zwei Karten. Einmal war diese Karte hier. Und das ist die zweite Karte. Euren Partner, euren Wunschpartner hält etwas fest. Entweder ist unglücklich im Arbeitsplatz, aber hat Angst zum Kündigen und hält fest in Arbeit. Kann auch bedeuten, dass er noch gebunden ist und aus finanziellen Gründen bleibt noch in dieser Ehe, in dieser Verbindung und da hält das noch fest. Aber glücklich ist er nicht und das zeigt der Gesichtsausdruck von diesem Mann. Eine unglückliche Situation, wo er festhält, weil er hat Angst, etwas zu verändern in sein Leben. Was er festhält, das kann bedeuten die Finanzen, diese finanzielle Abhängigkeit, kann auch bedeuten, dass er Angst hat und seine Angst hält noch fest. Die zweite Karte bedeutet, er möchte etwas empfangen. Diese Karte ist die Empfängnis, das heißt, er verhält sich passiv, zurückhalten, aber er hat Erwartungen, weil er möchte etwas empfangen. Eine Nachricht, ein Besuch oder ein Angebot und er wartet drauf. Jetzt schauen wir an die Damen, die Gedanken. Welche Gedanken habt ihr oder welche Richtung sollt ihr denken? Schauen wir das an. Hier kommt auch zwei Karten. Einmal war die dritte Karte. Und die letzte Karte zeigte die Pendel an. Die erste Karte bedeutet,
ihr fühlt euch gefangen. In einer bestimmten Situation seid ihr gefangen. Es kann auch die Ängste sein. Oder seid ihr gefangen in beruflichen Situationen, weil ihr da unglücklich seid, aber habt ihr Angst, beruflich was zu verändern. Oder seid ihr noch in einer Beziehung, aber fühlt euch gefangen. Diese Karte zeigt an, ihr bekommt keine Luft gerade. Aber es ist wichtig, das zu verändern, weil mit dieser Haltung könnt ihr etwas verändern. Also ihr sollt die Gedanken ändern, weil das sind hier die Gedanken. Jetzt nicht in diese Richtung denken, oh, da bewegt sich nichts, ich fühle mich gefangen, meine Hände sind gebunden, ich kann gar nicht handeln. Kann auch bedeuten, dass ihr nicht handeln könnt, euren Partner, Wunschpartner gegenüber, sondern ihr wartet, bis von ihm etwas kommt. Also irgendwie fühlt euch gefangen oder eure Hände sind gebunden und das ist euren Gedanken und es ist wichtig, diese Gedanken verändern und nimmt diese Haltung ein. Und das ist die Anziehungskraft. Und hier in dieser Stelle möchte ich betonen, wie wichtig das ist. Wir Menschen haben ein Energiefeld, das ist unsichtbar. Es gibt Menschen, die können das sehen, aber im Regel ist das unsichtbar. Und dieses Energiefeld kommt von uns selbst, von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Und dieses Energiefeld hat eine Funktion, das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, Gesetz die Anziehung, alles was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und genau das zeigt dieser beide Bild an. Ändert euren Gedanken, weil das beeinflusst euren Energiefeld. Und dann kommt noch dazu die Gefühle wie Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel. Und das ist eine tiefere Frequenz. Das heißt, genau das zieht ihr auch an. Es bewegt sich nichts. Ändert euren Gedanken, euren Gefühle und dann habt ihr diese Anziehungskraft. Es ist nicht nur erotisch, sondern es ist magisch. Das ist verschleiert, mystisch. Das ist wichtig momentan, dass ihr fast wie unerreichbar seid, verschleiert, mystisch. Ihr wirkt viel mehr, als wenn jetzt versucht, ihr mit ihm zu kommunizieren oder nachfragen. Oder versucht ihr etwas in Bewegung setzen. Erwartet drauf, aber seid ihr eher mystisch, unerreichbar, verschleiert. Weil das ist gerade die Magie, was auf ihn verzaubert. Jetzt schauen wir seinen Gedanken an. Also die letzte Karte zeigte die Pendel. Genau. Und diese Karte ist die Heiligtum. Das heißt, ihm ist etwas heilig. Oder macht er Gedanken. Und diese Karte kann auch die Geist bedeuten, dass er telepathisch verbunden seid. Dass er nicht direkt kommuniziert mit euch, sondern er denkt an euch. Also mit Gedanken ist er bei euch. Und jetzt schauen wir an die Gefühle bei den Damen. Das sind diese Karten hier, was die Gefühle zeigt. Die letzte Karte zeigte die Pendel an. Achtet auf euren Gefühlen, das ist der Gefühlszustand, und nehmt die Augenblicke wahr. Diese Karte bedeutet, nicht allzu viel nachdenken an die Vergangenheit, kommen verletzten Gefühlen, auch nicht so viel nachdenken über die Zukunft, da bekommt man oft auch Angst, sondern die Augenblicke genießen. Und so sollt ihr fühlen, spontan handeln und
diese Augenblicke, so wie euren Gefühl das auch sagt, diese Augenblicke erkennen im Leben und es auch lebendig machen. Also nicht einschlafen lassen, auch nicht zurückziehen, sondern wenn die Chancen da sind für ein Treffen und ihr seid davon begeistert, weil die Gefühl zeigt Leidenschaft. Ihr habt gerade leidenschaftliche Gefühle. Das ist die Feuerelement. Aber es ist nicht nur die Gefühle wichtig, was diese Karte zeigt, sondern das auch Leben. Also nicht unterdrücken. Nicht unterdrücken euren Gefühlen, sondern auch das Leben. Also das ist die Feuerelement, so sind die Gefühle. Ihr seid von etwas begeistert, ihr seid verliebt, ihr spürt auch die Leidenschaft, das sind Gefühle. Aber diese Karte zeigt an, es ist nicht nur fühlen und unterdrücken, sondern das auch leben, zulassen, diese Leidenschaft auch zulassen und die Augenblicke leben. Nicht viel in Vergangenheit, auch nicht in Zukunft fühlen, denken, fühlen, sondern im Augenblick genießen. Das ist wichtig. Jetzt schauen wir seinen Gefühlen an. Seine Gefühle sind total durcheinander. Und er hat das Gefühl, er geht in ein Risiko ein. Diese Karte bedeutet ein verlockendes Angebot, aber ein Risiko dabei. Und das ist ein Chaos, ein Durcheinander. So fühlt er auch. Wenn ich das zusammenfasse, bei den Damen heißt es, ihr hängt momentan in der Luft. Ihr habt das Gefühl, ihr verliert den festen Boden unter euren Füßen. Sorgt dafür, dass ihr in eine andere Richtung schaut, dass da etwas verändert. Dann bei den Gedanken darauf achten, das sollt ihr nicht gefangen fühlen, eingeschränkt fühlen, sondern achtet auf Gefühle, Gedanken, damit die Energie, die Ausstrahlung ändert. Seid ihr reizend, auch erotisch, aber fast wie unerreichbar, so verschleiert, mystisch. Seid ihr, ihr braucht momentan diese mystischen Ausstrahlung. Wenn ein Angebot kommt oder ein Kompliment oder eine Verabredung, dann zieht ihr nicht zurück, sondern so wie euren Gefühl auch sagt, diese Leidenschaft, diese Begeisterung sagt, sagt dazu ein Ja, trifft mit diesem Mann, genießt diese Augenblicke. Bei ihm ist es so, er hält etwas fest, aber er ist unglücklich. Er wartet auf etwas. Gedanklich aber ist bei euch. Das ist fast wie Telepathie. Seine Gefühle sind durcheinander. Er hat Angst, dass er in ein Risiko eingeht. Und jetzt schauen wir an, was kommt im Tat, im Momentan. Was passiert jetzt momentan, im Augenblick? Habt ihr jetzt Chancen, zusammenkommen, wer soll die erste Schritt machen? Das zeigen die Karten in die Mitte an. Zwei Karten hat das Pendel gezeigt. Es ist schwierig, miteinander zu kommunizieren, weil es laufen irgendwelche Intrigen im Hintergrund. Das ist gar nicht er, der hier lügt oder Intrigen macht, sondern es ist jemand im Hintergrund. Entweder bei euch, eine Kollegin oder eine gute Freundin oder die Ex-Frau oder der Ex-Mann. Irgendwie kann auch bedeuten, dass das in seiner Umgebung ist. Das. Also jemand redet über euch oder lügt etwas oder verbreitet irgendwelche Intrigen momentan.
Das ist die augenblickliche Situation. Aber lasst euch nicht verunsichern. Wichtig ist, dass ihr zusammenkommt. Trotz dieser Gemeinheiten ist wichtig, dass ihr zusammenkommt. Das ist ein Treffen, eine Verabredung. Es ist sehr leidenschaftlich und schenkt auch Leichtigkeit. Aber hier die Zahl 5 zeigt auch, jemand mischt sich ein. Also das heißt, jemand versucht Einfluss nehmen auf die Geschehen und das ist nicht gut, weil da entstehen irgendwelche Intrigen oder Lügen. Trotzdem ist wichtig, wie ihr beide, ihr selbst und euren Herzensmann steht, dass zu einem Treffen kommt oder ein Entgegenkommen, aber seid ihr damit bedacht, dass jemand versucht, sich da einzumischen. Und dann schauen wir, was kommt dann in die nächste Zukunft. Also das ist die augenblickliche Verbindung zwischen euch beiden. Zwischen euch beiden ist alles sehr gut. Das ist die Leidenschaft, die Leichtigkeit, die Begeisterung, die Entscheidungen. Aber da sind noch andere da und versuchen das zu verhindern. Und die Zukunft, was ist zum Erwarten? Die Pendel zeigt auf diese beiden Karten und das bedeutet, also das ist die augenblickliche Situation, Neid, Eifersucht ist zum Sichtbar und was dann später kommt, es wird auch ihn kränken, dieses Ganze, also wahrscheinlich diese Lügen oder Intrigen, kränkt ihm das alles. Also die Herr ist gekränkt hier und die Damen kümmern um ihn, also geben die Stabilität, die Sicherheit. Und die erste Karte bedeutet die Gefühle. Das heißt, er steht auch in diesen Gefühlen und er, das heißt, die Herren zeigen auch Gefühl. Die Herren erscheinen hier in diesem Spiegel und die Damen bedeutet diese Karte einen Reinigungsprozess. Die bereinigen etwas und in diesen Karten ist wichtig zum Erkennen die Gefühle. Das sind die Kelchen, die Wasserelemente. Also die Verbindung wird in Zukunft auch so sein, dass Gefühle da sind. Die Damen bereinigen etwas oder bedeutet, dass sie sich hübsch machen, achten auf dem äußeren Erscheinungsbild, also gepflegte Erscheinungsbild oder bereinigen etwas. Und in diesen Karten ist noch wichtig zu erwähnen, dass dieser Herr die ganze Zeit beobachtet euch. Also ihr steht im Mittelpunkt, auch wenn ihr das gar nicht wahrnimmt. Aber ihm kränkt etwas oder wird krank sein, das kann auch bedeuten, dass er krank wird in die nächste Zeit und ihr seid, wo zuhört, um ihn kümmert oder für ihn da seid. Welche Hindernisse liegen da? Entweder weil jemand sich einmischt oder versucht, das zu verhindern, dass ihr zusammenkommt oder sind Angst dabei oder ihr oder euren Wunschpartner sich zurückzieht. Welche Hindernisse liegen im Weg? Das war diese Karte hier. Ihr seid beide offen zu dieser Beziehung, aber ihr sperrt den Weg. Entweder ihr, Damen, oder dieser Herr sperrt den Weg. Was ist diese Sperre? Das sind die Ängste. Also das ist die einzige Hindernis, die Angst. Ich fasse diese Legung zusammen. Die Damen haben das Gefühl, es hängt momentan alles in der Luft. Das sollt ihr verändern. Ihr fühlt euch gefangen, braucht ihr nicht, befreit euch davon. Seid ein bisschen undurchschaubar, mystisch, unerreichbar, weil das, was euren Wunschpartner fasziniert. Und genießt die Augenblicke, hört auf euren Gefühlen.
Bei ihm ist es so, dass er hält noch etwas fest, hat Angst, er hat Erwartungen, wartet darauf, dass ihr besucht oder meldet oder schreibt, aber im Gedanken ist bei euch. Seine Gefühle sind durcheinander und er hat das Gefühl, er geht in ein Risiko ein. Was passiert zwischen euch beiden? Das ist ein Treffen, eine Verabredung. Es ist auch die Leidenschaft und die Leichtigkeit. Aber jemand mischt sich ein. Da sind Intrigen, Reden, Lügen im Spiel. Ihm kränkt das alles, ihm geht es nicht gut. Und die Damen können um ihn kümmern. Und die Damen bereinigen etwas oder machen sie sich hübsch. Und der Herr schaut euch an. Es ist sehr gefühlsvoll. Was hindert ein Zusammenkommen? Was hindert diese Liebe? Offen seid ihr von beider Seite, die Hindernis ist die Angst. Und das war diese Liebeslegung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.